Wenn die versendeten E-Mails deiner WordPress-Webseite häufig nicht ankommen oder auch im Spam-Verdacht landen, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du noch die PHP-eigene Funktion von WordPress verwendest und kein SMTP-Plugin. Ein SMTP-Plugin ermöglicht das Versenden deiner E-Mails über deinen Hoster und stellt so sicher, dass die E-Mails aus deinem Kontaktformular oder auch aus deinem Mitgliederbereich sicher und zuverlässig ankommen. Wie das genau funktioniert, erfährst du im Video. Ich bin Nils von webbegeister.de. Jetzt geht's los. Damit WordPress die E-Mails nicht mehr über seine eigene PHP-Funktion versendet, sondern zuverlässig über SMTP, über deinen eigenen Server, installieren wir hier im Backend ein Plugin und das nennt sich SMTP-Plugin. Dann kannst du danach suchen und dann schauen wir einfach mal, das Post-SMTP-Plugin ist hier das geeignete und das aktivieren wir, wenn du es noch nicht installiert hast, und dann ist es auch hier auf der Seite aktiv. Diese Meldung hier kannst du überspringen. Und dann kommen wir weiter im Prozess hier und dann können wir hier Other SMTP auswählen. Denn dort können wir unsere eigenen SMP-Daten eingeben, wie wir gleich sehen werden. Und das kannst du allgemein hier ausfüllen und auswählen. Und das wählen wir an, Continue. Und dann kannst du hier genau sagen, wie denn deine Adresse sein soll. Auch das ist ein Vorteil von so einem SMTP-Plugin, weil da nicht mehr in deinem Absendernamen WordPress oder so etwas steht, sondern dein eigener Name und deine eigene E-Mail-Adresse. Und das kannst du eben ganz genau hier eintragen. Und ich schnappe mir meine Daten einfach mal hier aus der Zwischenablage und kopiere meinen Namen noch hier rein und sage hier den Namen. Dann haben wir hier noch den Hostname und jetzt wird es interessant, denn das findest du bei deinem Hoster. Da kannst du einfach mal googeln, wenn du nicht weiterkommst, oder auch bei deinem Hoster direkt nachfragen. Und für Oll-Enkel kann ich das hier gerne zeigen, warum Oll-Enkel einer der besten Hoster ist und warum Oll-Enkel auch einen enormen Performance-Schub für die Ladezeit deiner Website liefern kann. Das erfährst du auch in einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und ich bin hier in der Members Area, über die ich auch über die technische Verwaltung hier in den KHS-Login komme. Und dort findest du dann auch hier über E-Mail-Postfach deine Daten und deinen Hostnamen. Und den kannst du hier rauskopieren und den trägst du dann ebenfalls hier ein im Post-SMTP-Plugin und trägst ihn hier bei Copy und Paste ein. Der Port ist in den meisten Fällen 587 und den Username, da hast du dann wieder deine E-Mail-Adresse hier und das Passwort weißt du natürlich selbst. Und das nehme ich mir auch mal hier aus der Zwischenablage und dann ist das hier auch vollständig eingetragen und dann können wir speichern und weitersagen. Ja, dann kannst du noch eine Test-E-Mail senden, um zu prüfen, ob die Einstellungen richtig sind. Das wird hier bestätigt und ich erhalte die E-Mail. Und dann hast du auch diesen Schritt erfolgreich durchlaufen, das Ganze abgeschlossen. Kannst du auf Finish klicken und dann haben wir hier noch der Vollständigkeit halber die Funktion, dass das E-Mail-Protokoll hier auch eine wunderbare Funktion von Post-SMTP ist. Denn hier werden dir alle E-Mails angezeigt, die versendet wurden. Und dort erhältst du auch den Status. Also wenn mal was nicht geklappt hat, dann hast du hier auch die Möglichkeit, das nachzuvollziehen und kannst genau sehen, wer denn welche E-Mail empfangen hat oder welche E-Mail geschickt wurde. Und hier in den Einstellungen ist auch festgelegt, dass du genau benachrichtigt wirst, wenn denn etwas schiefgelaufen sein sollte. Hier an die Admin-E-Mail bekommst du eine Nachricht, kannst es hier auch für Slack beispielsweise festlegen und insgesamt ist das so eine sichere Sache hier, damit deine E-Mails auch sicher ankommen und schneller ankommen. Und bedenke dabei bitte, dass du jetzt eben über deinen Hoster versendest und dort muss eben auch sichergestellt sein, dass dein DKIM und deine DMARC-Einträge hier gesetzt sind, in Oll-Enkel beispielsweise unter Tools und dann in den DNS-Einstellungen. Wie das genau funktioniert, erfährst du auch in einem weiteren Video von mir. Und wenn dir das Video weitergeholfen hat, dann abonniere meinen Kanal, gib dem Video gerne ein Like und ich wünsche dir viel Erfolg für deine E-Mails.